Ich möchte an der Stelle was in eigener Sache loswerden. Ich bin nicht hier mit einer Fachbibliothek ausgestattet, die es mir jederzeit ermöglicht, Messwerte oder eben Leistungseigenschaften dieser Maschinen bis aufs Detail zu überprüfen. Das heißt also auch, ich benutze Quellen, die mir im Internet zugänglich sind, wo ich dann eben einsehen kann, nachschauen kann, ja, wie waren denn die Höchstgeschwindigkeiten, auf was für einer Höhe. Ich sehe da mittlerweile auch keine Verpflichtung mehr, das großartig zu belegen, was ich meine, sondern ich benutze das, worauf ich zugreifen kann und vergleiche jetzt so wie in diesem Fall hier zwei Spiele, die beide einen SIM-Anspruch haben, wo bei IL-2 die Messlatte etwas höher liegt. Also bei War Thunder würde ich eher sagen, es ist so SIM-Light gewesen für mich im Spielempfinden. Aber es ist auch okay. Es ist auch definitiv ein Spiel, was halt eben diesen Simulationsanspruch hat. Und ja, ich bin einfach nur hingegangen, habe diese beiden Maschinen miteinander verglichen, habe die Leistungsdaten verglichen, die mir da zur Verfügung standen. Und was davon jetzt nun richtig ist oder wer es richtig oder falsch umsetzt, das ist hier nicht die Frage. Der eine macht es so, der andere macht es so und der Spieler macht sich seinen Reim drauf und akzeptiert es entweder oder meckert halt. Das ist halt jedem selber überlassen, aber ich hinterfrage das ganze System auch nicht mehr, sondern ich lasse es einfach so stehen, wie es ist und sage, gut, akzeptiere es, finde ich damit ab. Ich wollte das einfach an der Stelle mal loswerden, dass es mir nicht darum geht zu sagen, so der ist gut und der ist böse und umgekehrt und was auch immer, sondern der macht es halt so, der macht es so, es gibt Eckdaten dazu, die sagen das und das und ja, den Reim drauf machen müsst ihr euch und euch dementsprechend halt sagen, so das gefällt mir besser, das gefällt mir besser und um mehr geht es eigentlich bei der ganzen Sache nicht und es geht auch nicht darum, dass ich hier irgendwie jemanden an die Karre pissen will und sagt, du machst es falsch, du machst es richtig oder sonst irgendwas. Nee, will ich nicht, das ist nicht mein Anspruch, sondern ich habe das ganze System mittlerweile als solches akzeptiert, wie es ist und fliegt das Flugzeug entweder oder lass es bleiben, kauf es oder lass es bleiben. Das ist jetzt einfach mein Ding geworden und ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben an der Stelle, dass ich da nicht falsch verstanden werde. So, das war's und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei weiteren Inhalten auf meinem Channel.